Hessen-Derby in der Regionalliga Südwest. Die SG Barockstadt empfing am Mittwochabend den KSV Hessen-Kassel. Anfang April war die Partie noch dem schlechten Wetter zum Opfer gefallen. Diesmal lachte die Sonne über der Johannisau. Und auch die SGB-Fans hatten gut lachen, denn schon vor Anpfiff wurde bekannt, dass Kapitän Patrick Scharf seinen Vertrag bei der SGB noch einmal um ein Jahr verlängert hat. Im Spiel musste die Mannschaft von Sedat Göran dann aber erst einmal ohne den 33-Jährigen auskommen. Und das machte sich bemerkbar. Die Barockstadt hatte in den ersten 15 Minuten zwar mehr vom Spiel und durch Grösch und Garic die ersten kleineren Chancen, wirklich zwingend wurden die Gastgeber in Durchgang 1 aber nicht. Bis zur 36. Minute plätscherte die Partie ohne große Highlights vor sich hin. Dann kam nach einer Ecke Glück im Strafraum zu Fall, FIFA-Schiedsrichterin Caroline Wacker zögerte nicht lange und zeigte sofort auf den Punkt. Meha legt sich den Ball zurecht und verwandelt den Elfmeter mit ganz viel Glück zur Führung für die Gäste. Und die hätte sogar höher ausfallen können. Während der Stadionsprecher noch das Tor durchgab, kam Duma nach Hereingabe von Jones freistehend vor Zappico an den Ball, brachte es aber fertig, diesen aus 2 Metern nicht ins Tor unterzubringen. Mit 1:0 ging es dann auch in die Pause. Keine unverdiente Führung für die Gäste, die sich immer besser in die Partie hineingearbeitet hatten. Die Barockstadt kam dann mit Schwung aus der Kabine, nur Sekunden nach Wiederanpfiff. Der Ball kommt zu Moritz Reinhardt, dessen Schuss aber im letzten Moment noch geblockt wird, die bis dato beste Chance der SGB. In der Folge taten sich die Gastgeber aber weiter schwer. Die letzte Durchschlagskraft in der Offensive fehlte. Aber immerhin, die Barockstadt kämpfte jetzt. Kassel trat offensiv nur noch einmal in Erscheinung, 74. Minute. Der eingewechselte Polulu hat auf einmal ganz viel Platz und zu viel Zeit zum Nachdenken, sein Schuss zu umplatziert. Kein Problem für Zappico. Und dann, 2 Minuten später, auf der anderen Seite. Über rechts, Flanke Owuso, die rutscht durch zum eingewechselten Tobi Göbel. Der verdiente Ausgleich, das 1:1 für die Barockstadt. Es war der Schlusspunkt eines 10, aber sehr spannenden Hessen-Derbys in der Regionalliga. Am Ende geht das Unentschieden für beide Mannschaften in Ordnung. Osthessen News. Sehen, was bewegt.